hatten seit Jahren deutsche Schäferhunde und 1989 legten wir uns unseren ersten Airedale Terrier zu und sind mit dieser Rasse unheimlich zufrieden. Wir sind begeisterte Hundesportler. Meine Frau und ich, wir haben uns auch über dieses Hobby kennengelernt vor 30 Jahren. Und also eine unheimlich lange Zeit und sind also mit diesem Hobby unheimlich verwurzelt. Und der Airedale ist eigentlich für uns der ideale Sportskamerad, mit dem man dieses Hobby betreiben kann. Mit der Zucht haben wir 2005 begonnen. Da fiel unser erster Wurf. Wir betreiben eine kleine, leistungsorientierte Hobbyzucht. Und unser zweiter Wurf, der liegt zurzeit. Und darüber sind wir ganz stolz. Wir haben zurzeit zwei erwachsene Airedale-Hündin, eine Junghündin, die 5 Monate alt ist, und diese 7 Welpen. Hier in unserem, unserem Hundeauslauf ist eine Zwingeranlage, die ständig geöffnet ist, sodass der Hund sich auch zurückziehen kann. Ihre Schlafplätze sind dort, die Hütten. Und wenn sie natürlich das Bedürfnis haben, draußen sich aufzuhalten, können sie sich frei bewegen, im Garten, unter den Bäumen liegen und spielen. Also ist eigentlich für die Hunde ideal. Unsere Hunde sind auch zeitweise im Haus, weil wir diesen Kontakt zwischen Mensch und Hund unheimlich wichtig finden. Beschäftigen tun sie sich sehr gerne mit sich selbst. Sie spielen sehr viel miteinander. Und natürlich sind wir, opfern sehr viel Freizeit für unsere Hunde und sind natürlich die erste Ansprechperson, um mit den Hunden etwas zu unternehmen. Wir arbeiten ja mit den Hunden sehr intensiv. Wir bilden ja die Hunde auch aus für unser Hobby. Da werden sehr motivationsgeladene Übungen durchgeführt, um den Hund zu konditionieren über die Motivation, um dort den Ausbildungseffekt auch zu erzielen. Das sind so Beutebringspiele, wo der Hund also trieblich gefördert wird, um die Arbeitsbereitschaft zu produzieren und auch ständig zu halten. Und diese Übungen werden dann mit Kommandos verbunden, wie Sitzübungen, Platzübungen, wo der Hund sich eben hinlegen muss, oder das Herankommen, wo der eben auf Kommando eben zu einem kommen muss. Und diese Übungen werden im Spiel trainiert. Er ist ein Familienhund, er kann mit Kindern gut umgehen, er ist sehr freundlich in seinem Naturell. Und das sind für uns wichtige Punkte, die eben ein Hund haben muss. Der Ursprung unseres Airedale Terriers ist die Grafschaft Yorkshire in England. Dort wurde er Mitte des 19. Jahrhunderts gezüchtet. Im 19. Jahrhundert suchte man eben gerade in diesem Gebiet einen Hund, der für die Jagd geeignet ist. Der Hund sollte auf Otter, auf Wasserratte, auf Dachs und etc. ausgebildet werden und eingesetzt werden. Das drahtige Haarkleid und die Wasserfreudigkeit sind ganz wichtige Punkte für einen Jagdhund, der damals gebraucht wurde. Charakteristisch ist natürlich der Terrier-Ausdruck des Kopfes, dieser wache Blick des Auges, die Kippohren, die korrekt getragen werden müssen. Wichtig ist, dass Oberkopf und Fang ungefähr gleich lang sein müssen. Möglichst kein Stopp, also der Übergang hat eben gleichmäßig zu sein. Der Hund hat einen kräftigen Hals, muss einen kräftigen Hals haben in ausreichender Länge. Von der Größe her ist der Airedale ein mittelgroßer Hund, 60 cm, die Hündin etwas weniger, die Rüden etwas mehr. Eine ausreichende Mittelhand nennt man das. Der Hund muss recht quadratisch sein. Höhe und Länge sollten einigermaßen gleich bleiben. Die Rute, die seit 1998 nicht mehr kopiert werden darf in Deutschland, soll hoch angesetzt sein und lustig getragen werden. Auch zur Felltextur ist ganz prägnant beim Airedale Terrier diese Black and Tan Farbe. Black, der Sattel, schwarz, und Tan, also dieses Brau, die Lohe, an den Läufen und am Kopf.
Der charakteristische Ausdruck eines Erdeltasers ist natürlich dieser Behang des Barts in der Länge. Unten der Kinnbart, seitliches Backenhaar muss eben ausreichend lang sein, um diesen typischen Terrier-Ausdruck herzustellen. Vom Alter her, die Erdelterrier ist eine recht gesunde Rasse. Sie werden so im Schnitt zwischen 10 und 15 Jahre alt. Da es ein mittelgroßer Hund ist, vom Gewicht her ca. 25 Kilo. Das ist eine ganz bezaubernde Rasse. Der Hund ist mutig, arbeitsfreudig, lustig, entschlossen. Er ist nicht aggressiv. Also wir sind unheimlich begeistert von diesem lustigen Kumpel. Er ist sein ganzes Leben lang neugierig, wissbegierig, für jeden Schabernack zu haben und das bis ins hohe Alter. Intelligenz, die prägt ihn auch, sehr wichtig für die Arbeit. Er hat eine schnelle Auffassungsgabe, triebbeständig, die eben für die Arbeit mit diesem Hund unheimlich wichtig ist. Wir fangen also schon im Welpenalter an, mit unseren Hunden in dieser Prägungsphase intensiv zu spielen, über diese Beutebringspiele, dass der Hund also begeistert wird für ein Motivationsobjekt ist, ob es ein Ball ist oder ein Lappen oder eine Beißwurst, wie man sie nennt, dass der Hund eben hinterherhetzt, sie zu dir selber zurückbringt. Das ist eben die Arbeitsfreude, der will eben auffordern zum Spiel. Und das ist ein Verhalten, was man fördern muss und muss eben intensiv gefördert werden und das hält eben ein Leben lang. Die Lauffreudigkeit bei unseren Erdelterriern ist eine wesentliche Voraussetzung, die wir eigentlich für die Arbeit brauchen. Er muss eben flink sein, er muss Reaktion zeigen können, er muss auf der Stelle sich wenden können, sich zu einem neuen Ziel orientieren und dort wieder hinzuhetzen. Das Schöne an diesem Charakter ist eben, der kann sofort abreagieren, der Hund. Er legt sich eben hin, ist ruhig und kann sofort wieder explodieren, wenn es eben gefordert ist. Dann ist er ein Energiebündel und macht alles, um mit seinem Herrchen tolle Sachen zu unternehmen. Also er sollte ein aktiver Mensch sein. Er sollte einen großen Teil, den größten Teil seiner Freizeit dem Hund widmen, weil es eben so eine mobile Rasse ist. Aufgrund der hohen Lebenserwartung, 12 bis 15 Jahre, sollte man auch als Besitzer dieses in seiner Lebensplanung mit einberechnen. Und wir haben sehr oft viele ältere Menschen, die anfragen und die man doch darauf aufklären muss, der Hund wird sehr alt und wie sieht es dann aus mit der Mobilität des Herrchens oder Frauchens? Ist der ideale Begleiter für sportlich aktive Leute, die sehr viel draußen sind, ist eigentlich der ideale Hund. Da der Hund ein sehr aktiver Hund ist, wie schon angedeutet, will er natürlich immer beschäftigt werden. Da haben wir so Spiele, Versteckspiele, das eben das Motivationsobjekt des Hundes, sein Lieblingsball oder Lieblingsbeißwurst, wird versteckt im Garten und der Hund muss dann eben selbstständig die Sache suchen. Trotz seiner großen Arbeitsbereitschaft und Gebrauchsfähigkeit ist er immer noch ein idealer Familienhund. Die Besonderheit bei der Fellpflege beim Erdelterrier ist, dass er getrimmt werden muss. Das Trimming ist erforderlich, um die geforderte Haarqualität, dieses harte, strapazierfähige Haar zu erhalten. Dreimal im Jahr sollte man ein Trimming durchführen, um diese Qualität dauerhaft zu erhalten. Wichtig ist, dass der Hund regelmäßig gekämmt werden, um Verfilzungen gerade in diesem langen Beinhaar und Gesichtshaar zu vermeiden. Wenn der Hund regelmäßig getrimmt wird, hat es natürlich diesen immensen Vorteil, dass er nicht haart. Deshalb ist er auch der ideale Hund für die Wohnung, trotzdem es ein recht großer Hund und ein Gebrauchshund ist. Die Ernährung, da können wir nur aus unserer Sicht sprechen. Wir ernähren unsere Hunde roh, durch Rohfütterung, also Fleisch, Knochen, Obst, Gemüse und geringfügig auch Getreide. Wir haben damit
vor Jahren angefangen, haben die besten Erfolge. Die Hunde sind gesünder. Unser Tierarzt sagt schon, ihr kommt ja sowieso nur zum Impfen.